Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VT-Land-Video. So, mal wieder Tag der Entscheidung. Und diese Woche wird es richtig, richtig spannend, weil letzte Woche war ja ein bisschen besonders viel Verlust. Und ob ich den jetzt gehalten habe, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Auch wenn es am Samstag ein schönes Grillen gab und ich sehr viel gefuttert habe, dafür war der Sonntag wieder mau. Und jetzt zum Wochenstart bin ich eigentlich guter Dinge, dass ich zumindest es gehalten habe oder vielleicht 100 maximal. Mal 200 Gramm unter dem Gewicht von letzter Woche bin, was 95,6 gewesen ist. So, aber jetzt nicht wieder groß rumreden, sondern ich springe mal eben drauf, beziehungsweise wir drehen erstmal die Kamera. Hoffentlich kriege ich alles rein. So. Ja gut, Hauptsache man sieht das Ding. So, tippen. 1, 2, Trommelwirbel und boah, los, fang an zu blinken. Warum halte ich eigentlich Luft an? 95,3. So, und wer jetzt sagt, ja, Volti, aber letzte Woche hattest du ja die lange Hose. Ja, aber bei dem Wochenende, was wir gerade hatten, und heute wird es ja auch nochmal wieder wärmer, keine Chance. Und jetzt hängt mal wieder die Kamera, aber sollte ich mal mit zwei Kameras arbeiten oder sowas, aber nicht dafür. So, also, ihr seht mich leicht lächeln. Klar, wenn ich jetzt wieder rechnen würde, 200, 250 Gramm wären vielleicht die langen Beine von der Hose, aber dafür ist... Dafür haben wir ja diese kleinen Ungenauigkeiten beim Messen. Aber 300 Gramm zumindest auf der Waage angezeigt als letzte Woche. Das nehme ich. Ihr seht mich leicht lächeln. Gleichzeitig aber wieder, was hatten wir jetzt? Folge 5 oder 6? Ich bin seit anderthalb Monaten dran und bin immer noch über 95 Kilo. Boah! Also ich glaube, kann ich mir an früher wollte jetzt 5 Folgen, ne? Da war ich mit 95,6 oder sowas angefangen. Und war da deutlich fortschrittlicher. Es ist echt hart. Also ja, vielleicht stimmen ja die Gerüchte, je älter man wird, desto schwerer wird das dann auch wieder mit dem Abspecken oder sowas. Aber egal, soll jetzt hier nicht mit dem Selbstmitleid zerfließen oder sowas. Ich meine, wir haben jetzt Anfang Mitte Juli. Ja, das läuft hier ja immer noch ein bisschen sehr länger weiter. Der Weg ist ja das Ziel. Klingt total abgedroschen, aber... Boah, also irgendwie, ganz ehrlich, als ich angefangen habe, war ich dann doch so nach dem Motto, also hätte mir einer gesagt, dass ich in anderthalb Monaten oder in über einem Monat immer noch gut über 90 wiege, hätte ich nicht geglaubt. Ich bin dann gleichzeitig doch ein bisschen erschrocken, wie wenig Fortschritt man hier oder ich hier erziele. Aber naja, gucken wir mal. Ich bleibe am Ball. Vielen Dank fürs Zugucken, für die Unterstützung, für die aufmunternden Worte. Oder auch nicht, aber wartet mal ab, das ist ja noch nicht vorbei, das wird auch noch weniger. Ich habe letztens wieder Fotos von mir gesehen, auf besagten Grill. Alter, da schreckt man sich ja über sich selber. Aber egal, vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!